So, aber auf jeden Fall starten wir jetzt erstmal, bevor ich den Andreas gleich nochmal lokalisiere. Den offiziellen Akt. Bild ist zu sehen, Ton zu hören. Es grüßt euch hier Chris Kämmerer und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid zum eigentlichen JFD Live Training Event im Rahmen der FED-Sitzung. Aber was natürlich, ja, jeder weiß, die FED hat zwei außergewöhnliche Zinsmaßnahmen schon ergriffen und wir befinden uns, das darf man unverblümt sagen, gegenwärtig in einer Situation, die wahrscheinlich wohl die Finanzmarktkrise noch ein Stück weit in den Schatten stellt. Rezession pur und das eben auch tatsächlich in einer Geschwindigkeit, die es so kaum zu sehen gab oder gibt. Ich freue mich deshalb, liebe Leute, dass wir heute hier trotz eben FED, sage ich mal, Terminverschiebung uns einfinden und Sie natürlich hautnah dabei sind. Steht zwar gerade, sehe ich noch 1950 MEZ, das ist aber jetzt nichts, was uns berühren sollte, denn ihr seid rechtzeitig hier am Start, nämlich 18:50 Sommerzeit lässt grüßen. Da gibt es auch mal wieder mal ein paar Anpassungsschwierigkeiten. Ich glaube, Andreas hatte heute auch schon den richtigen Teaser genommen. Ich hatte hier den vorbereitet und hatte noch den alten sozusagen drin. Ich freue mich aber, lange Rede, kurzer Sinn, darüber, dass wir heute hier die Märkte auseinandernehmen und eben auch mal ein Stück weit schauen, vielleicht auch ins große Bild. Ich habe da auch Langfristcharts, S&P 500 aus den 70er Jahren dabei. Aber heute soll es eben neben der großen Perspektive, die wir in den Fokus nehmen, eben auch ums aktive Handeln gehen. Und da gibt es keinen besseren als unseren Andreas, der uns hier schon seit langer Zeit mit Rat und Tat zu Live-Events oder auch im Trading Room zur Verfügung steht. Und insofern, Andreas, ich schalte mal das Mic an und grüße mal in den Norden. Ja, hallo Chris. Hey, es klappt. Also, bevor wir hier loslegen und bevor auch der Disclaimer und die Präsentation alles zum Zuge kommen, bin ich nur von alten Leuten umgeben. Die Kanzlerin redet von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und du holst Charts aus den 70er Jahren raus. Also, da war ich beileibe noch nicht dabei. Ja, siehst du mal, Andreas, da hast du uns einiges vorweg und zugegebenermaßen, auch ich habe da noch nicht das Antlitz der Welt erblickt, aber ich freue mich ja umso mehr, dass wir, ich meine, ich will auch gar nicht so sehr ins Zooming gehen. Wir haben dazu, liebe Leute, auch, schaut uns bei uns auf der Website um Ende des Monats eh noch so ein Big Picture, sage ich mal, Rounding und im View, große Lageeinschätzung. Aber hier ist natürlich Andreas auch da und das interessiert mich auch, Andreas, wie du mit der gegenwärtigen Marktsituation umgehst. Denn Limit Downs, also hier Startsequenzverschiebung der Börsen aufgrund erreichter Limitniveaus, die eben hier die Vorbörse pausieren, Schrägstrich in der Vorbörse pausieren und dann entsprechend den Start der eigentlichen Börse zur Pause zwingen. Und auch andere Maßnahmen. Ich denke, das ist hier diesmal wirklich ein Webinar, was auch ein Stück weit Einblicke liefert, wie du als Profi damit umgingst. Und ich sag mal, im Intraday-Trading bist du natürlich hier mega tough. Deswegen, soweit ich jetzt weiß, die Fed hat ja heute ihren offiziellen Sitzungstag, aber den Termin abgesagt. Kannst du das bestätigen, Andreas? Ja, ich bin in der Regel sehr, sehr froh, dass, weil es immer heißt, mit dem Andreas machen wir, und das ist jetzt schon über ein Jahr, seit wir das zusammen quasi aufziehen und hier medial begleiten, die FED-Sitzung. Da bin ich sehr froh, dass du mich nicht Sonntagabend geweckt hast und sagst, hey, Jerome Powell ist ans Mikrofon Ich getreten, hab's mach dich erwartet. raus. Ja, normalerweise, aber ich schlafe ja so tief und fest, also da kann mich nicht mal der Nikkei mitten im Limit Down wecken. Also da ist wirklich Ruhe angesagt nachts bei mir. Man muss sich ja auch erholen als Trader. In Stimmt. der Tat ist heute nichts los mit der Fed. Wir werden trotzdem auf die Märkte schauen. Es ist auch viel passiert und wer mich aus den Live-Trading-Room kennt, ich schalte mich in der Woche öfters zu als Überraschungsgast bei Markus Klebe und natürlich ganz fest immer Dienstag und Donnerstags, der weiß, dass man hier durchaus nicht nur auf 10 Punkte spekulieren kann, sondern auch mal auf 100 oder 200 bei der aktuellen Vola. Absolut, absolut. Wie gesagt, Risk-Disclaimer haben wir gesehen. Jeder handelt auf eigenes Risiko. Das wisst ihr. Das wird hier unten auch nochmal eingeblendet. Das ist bekannt. Und weil du es ansprichst, lieber Andreas, hier unter Webinare-Events, da werden wir auch in den nächsten Tagen und wahrscheinlich auch Wochen für viele Teilnehmer, die eben jetzt hier zwangsgebunden zu Hause sind und sich auch da in Sachen Trading, Education, technische Analyse weiterbilden wollen. Also da habe ich schon sozusagen ein Sondergremium einberufen, wo ich auch Andreas schon kontaktiert hatte, dass wir hier in den nächsten Zeiten eben auch mehr noch als sonst abliefern. Im Rahmen eben von dabei sein, zuschauen, mitwirken und einfach auch ein Stück weit abgeholt werden. Denn uns erwartet wirklich vieles, was wir vielleicht so noch nicht wissen. Das war im Dezember nicht zu erwarten. Ich hatte ja auch hier posaunt die goldenen 20er, dass sie natürlich hier so einschlagen, war eben nicht zu erwarten. Und insofern, lange Rede, kurzer Sinn, Andreas. Ich würde dir direkt auch mal den Bildschirm rübergeben, dass du einfach mal so ein Stück weit uns abholst im Rahmen der Lageeinschätzung deinerseits und eben auch dessen, was wir jetzt eskalativ schon wieder sehen.
Also Helikoptergeld ist ja im Loop. Ja, es sollen ja auch Schecks an die US-Haushalte geschickt werden. Ich meine, das ist etwas, das gab es in der Art theoretisch schon. Jetzt ist es praktisch wahrscheinlich so weit, dass wir das im März noch erleben. Jeder US-Haushalt bekommt hier, ich weiß nicht, man mutmaßt 1000 4.000, Dollar. glaube ich. Vier, Ja. genau, von 1000 bis 4.000, 5.000 Dollar, also Helikoptergeld hoch drei. Also krasser geht's wirklich nicht mehr. Ob das natürlich helfen wird, wir müssen in Deutschland auch drüber nachdenken. Alleine, ja, die ganzen Künstlerketten, also brauchen wir gar nicht, wo man anfängt. Alles steht still. Es ist wirklich eine heftige Situation. Und wie siehst du das oder wie gehst du damit um in der gegenwärtigen Marktlage? Und wenn du bereit bist, würde ich dir auch direkt zu deiner Kommentation, Andreas, und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Sonntag hast du ja dein Handy, wie gesagt, ausgehabt. Ich wollte ja ein Sondermeeting da einberufen für alle Teilnehmer, aber du warst nicht zu erreichen. Aber man muss auch irgendwann den Erholungsmodus einschalten. Insofern absolut gekauft. Es war ein Spaß, das weißt du. Aber jetzt bist du bereit für den Monitor-Switch? Immer. Super. Und hier, liebe Leute, wie gesagt, Research, Webinare, schaut's rein. Hier haben wir zum Beispiel den Trading Room. Ja, gibt's auch manchmal eine Nachmittagssession. Da einfach anmelden und dabei sein. So, jetzt machen wir den Andreas kurzerhand zum Moderator. Jetzt müsste es gleich einen Switch geben auf dem Bildschirm von Andreas und dann gebe ich dir gleich mal mein Go. Aha, der schwarze Stern. Ja, vielleicht eine kleine Anmerkung, eine kleine Inspiration, weil viele sind ja jetzt im Homeoffice und oder in Quarantäne oder wie auch immer. Man kann sich das natürlich auch gemütlich gestalten und so ein bisschen zurücklehnen und sich weiterbilden. Ich denke, dass auch die Webinare großen Zuspruch erleben in jüngster Zeit, nicht nur aufgrund der Volatilität, sondern auch aufgrund, dass hier viel angeboten wird. Jetzt geht hier das Licht aus, da bin ich ein bisschen verwirrt. Naja, wird schon wieder angehen. Solange es nur das Licht ist, Andreas, und nicht deine Stromleitung, aber okay, Nee, das nee, ist crazy. nein. Ich wohne ja nicht alleine, insofern wird jemand am Lichtschalter rumgespielt haben und alles in Ordnung. Also, es gibt auf alle Fälle genug Möglichkeiten, hier in Kompendien zu schauen, sich weiterzubilden und auch an der Börse was zu lernen. Denn mein Ausspruch ist es letzten Endes, dass wir, wenn diese Phase überstanden ist, und es wird natürlich die Volatilität nicht immer so hoch bleiben, also das wird auch wieder zurückgehen. Und wenn das überstanden ist, quasi, und derjenige, der hier das Trading entweder beginnt oder der noch nicht lange dabei ist und danach noch mit seinem Konto aktiv sein wird, also wer quasi durch diese Phase seinen Account durchgeschifft hat, der hat, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt über sich emotional, über die Märkte, über das Zusammenspiel der Marktteilnehmer und kann dann letzten Endes darauf nur positiv aufbauen. Also ich glaube, wen es da nicht quasi überhebelt, dahin rafft, auf Deutsch gesagt, der ist ein großer Gewinner in Zukunft. Insofern wollen wir alles dafür geben, alles dazu beitragen, dass hier einige aus dem Webinar in Zukunft dazugehören. Absolut, Sehe ich richtig, oder? absolut. Wie gesagt, also Ausbildung, ja, das ist ja genau das. Ich meine, wie gesagt, man muss die Zeit auch nutzen. Man hat vielleicht auch jetzt Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Und in jeder Krise, ich will hier keine Phrasen dreschen, aber in jeder Krise liegt ja auch eine Chance. Und wie gesagt, wir wollen nur hoffen, dass da auch gerade jetzt, was die Arbeitsmarktsituation angeht, sich das alles in Grenzen hält. Aber die Arbeitsämter dürfen sich hier freuen, noch und nöcher. Und was bitte hast du hier für Spielereien am Start, lieber Ich wollte Andreas? noch ein Bild rausholen, und zwar, das fand ich sehr, sehr witzig, das ist vor Jahren immer mal wieder rumgekreist, und zwar ist es quasi der gute Ben Bernanke, Damals. Helikopter Ben, und da gab es tatsächlich eine Actionficker, weil er Gut. damals gesagt hat, er wird die Zinsen und den Markt so mit Geld fluten, und wenn er, und das ist fast ein Zitat oder sinngemäß gebe ich es wieder, und wenn er aus dem Helikopter über New York Geld abwerfen müsste, er wird alles tun, damit es den Amerikanern gut geht. Ja, also er ist jetzt nicht mehr im Amt, aber vielleicht muss der Herr Paul bald in den Helikopter steigen und von oben die Dollarnoten regnen lassen. Das wollte ich hier quasi auf deinen Spruch hin nochmal quasi in den Markt hineinwerfen, in das Webinar. Sehr, sehr, Ja, sehr gut. Ich wie, kannst du dich erinnern an den Helikopter, Ben, an die Actionficker, oder? den kann ich, also die, ich muss sagen, also man lernt echt nie aus. Wusste nicht, dass es eine Actionfigur dazu gibt. Ist Okay. mir also tatsächlich, das also tatsächlich lerne ich auch nie aus. Das sollte ja jeder sich auch hinter die Ohren schreiben. Man hat ja nie den Status quo erreicht. Also wirklich Wahnsinn. War mir nicht bekannt, aber ich habe auch ein cooles Pick. Aber wir wollen jetzt gar nicht so viele Bilder reinstreuen, wo man aber die Fed Rate sieht, also die Größen. Das fing ja an bei Paul Volcker, dann
Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen. Und die Größe oder der Leute ging immer weiter nach unten und so auch der Leitzins. Das ist auch eine ganz witzige Parodie an der Geschichte. Aber lass uns einsteigen im Markt. Wie gesagt, die Fed hat heute, wie gesagt, den Termin ja gecancelt, mehr oder weniger vorgezogen. Sondersituation, Sonderrahmenbedingungen. Und man muss auch sagen, vielleicht ganz kurz, du hast den Risikohinweis ja eh jetzt auch schon drin. Wobei da unten die 76 korrigiert gehört, aber das fällt mir mal ins Auge, weil unser Legal-Team da immer ganz groß drauf schaut. Das ist aber, wie gesagt, nur eine Nuance. Das ist eher mal aktuell zu halten von jedem Broker seit der ESMA-Regelung. Glücklicherweise sind es eben dann doch nicht hier die 90%, die verlieren. Das sind ein Stück weit weniger, aber es ist auch immer hier sozusagen gerollt. Also immer die letzten 12 Monate werden hier betrachtet. Und ich möchte auch anmerken, dass es gerade wichtig ist, zu Zeiten wie diesen auch natürlich alles aus der Sicht zu sehen, wie wir auch als Marktanbieter agieren. Und wenn natürlich irgendwelche Liquiditätsengpässe stehen oder, sag ich mal, vorherrschen sollten, dann ist das sicherlich nichts, was wir zu verantworten haben, sondern was natürlich auch gerade marktbedingt ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Limit Downs erfüllt werden und eben auch keine CFD-Anbieter entsprechend Preise stellen, können wir die Orders sozusagen auch nicht ausführen. Das ist aber marktbedingt. Man bekommt zu dem Zeitpunkt auch kein Future gehandelt und nichts. Aber das zieht sich natürlich wie eine Kette durch, gerade in OTC-Produkten, was ja eben CFDs sind oder wo auch der Forex-Markt zu zählt, hat man natürlich hier wirklich eine Situation, wo man dann immer auch am Nabel des Marktes hängt. Und Börsen, Trader, Händler, das ist alles derzeit im absoluten, sage ich mal, Überschuss an Aufträgen und Tätigkeiten, weil die Volatilität, wie wir sie sehen, auch der VDAX, der FIX aus den USA, sind auf Rekordständen und das eben eigentlich gedacht hatten wir 2008 gesehen und seitdem nicht mehr. Aber es ist ein großer Irrtum. Helikopter-Ben, wie gesagt, damals seine Maßnahmen ergriffen und jetzt die Notenbank, damit will ich es dann aber auch belassen, die Maßnahmen, die jetzt aufgerollt sind im Rahmen der 500 Milliarden US-Dollar an Staatsanleihaufkäufen und dergleichen, das stellt alles, was davor war, absolut in den Schatten. Und wenn wir jetzt hier den VDAX natürlich auch als Indikation anschauen, danke Andreas an der Stelle, zeigt das einfach auch, dass natürlich hier die Marktteilnehmer extreme Volatilitäten hinnehmen müssen, ausgesetzt sind. Und Marktteilnehmer sind eben nicht nur die Trader und Händler, sondern eben auch die, die auf der anderen Seite sind, die hier sozusagen dafür sorgen, dass der Markt fließt. Angebot, Nachfrage ist natürlich hier der Status quo. Und wenn die Volatilität hoch ist, dann dehnen sich auch Spreads aus. Dann werden Spreads größer. Das liegt eben auch daran, dass hier der Markt eine absolute Unsicherheit kompensieren muss. Und das wird, wie gesagt, von uns eh auf technologisch höchsten Level immer wieder auch dargestellt, dass wir hier euch den besten Marktzugang geben wollen. Ne? Aber man ist da auch am Nabel des Liquiditätspools, am Nabel der Banken, mit denen man kooperiert. Und da muss man eben auch sagen, es sind gegenwärtig außergewöhnliche Zeiten. So, VDAX. Andreas, wie gesagt, ich will hier gar keinen Monolog halten. You have it, ich bin dabei. Ich schicke auch immer mal die Fragen. Liebe Leute, auch an der Stelle gleich gesagt, wer Fragen hat, Alex schreibt gerade, na dann auf zur heutigen Bildungsreise. Grüße an der Stelle, Wolfgang, René, Marcel, Silvia. Also ich habe viele Namen hier drin. Vielen Dank auch. Und wenn ihr, wie gesagt, Input habt, Fragen, haut sie rein. Ich habe sie bei mir separat auf dem Schirm, damit Andreas sich ganz fokussiert auf den heutigen Abend konzentrieren kann. Also ich denke, so bis 23 Uhr sollten wir durch sein, oder? Ich schaue auf alle Fälle auch auf die Fragen und was du anmerktest mit Monolog, die 9 Minuten finde ich sehr erfrischend, da der Markus ja gerne auch mal ohne Kommas länger reden kann am Stück. Also da ist es bei uns noch ein guter Wortwechsel, wie man so schön sagt. Also in der Tat, du hattest den Einstieg gewählt hier mit dem VDAX und auch wenn man den VDAX New, den gibt es ja nun erst seit 2010, 2011, sich anschaut, so gab es diesen Stand noch nie. Und auch das Pendant in den USA, der VIX, VIX genannt, der ist auf Allzeithoch und damit sind wir mittendrin im Trading Room, wollte ich schon fast sagen, im Live-Trading-Webinar zur FED-Sitzung oder anstelle der FED-Sitzung. Und ich habe mich ein bisschen geirrt, das muss ich offen zugeben. Ich habe auf Facebook heute Morgen geschrieben, werden wir uns bei 20.000 einfinden heute oder 21.000 im Dow? Nein, es sind wohl eher die 19.000 und das hätte ich auch nicht gedacht, dass es nochmal... Heute absolut. Limit up, heute Limit down. Absolut. Ja. Ich will nur kurz sagen, auch der Marktteilnehmer des Morgen wird es vielleicht mitbekommen haben, was derzeit beim Cable abläuft, British Pfund, US-Dollar. Ja. 19.85.
auf dem Stand sind wir jetzt. Also wir haben die 1,20 gebrochen, ganz genau, 1985 ist durch. Also wir sprechen hier wirklich über eine Pulverisierung des Fundwertes. Und man darf auch sagen, ich hatte es im Radar heute Morgen, ja, mein Brexit hin oder her, jetzt steht Great Britain ganz allein da und die ganzen Maßnahmen zu Corona werden England wohl erst noch richtig einholen. Und das ist nämlich natürlich auch eine Konsequenz, die sie jetzt tragen müssen. Und neben dem, dass es Cash ist Trumpf, alles in den Dollar auch fließt, das Geld, kommt das Pfund richtig, richtig unter die Räder. Und das, obwohl die Bank of England auch die Zinsen erst unlängst gesenkt hat. Aber das ist wirklich irgendwo nur dünnes Wasser auf den Mühlen. Ansonsten, wie gesagt, British Pfund, außerordentliche Situation. Und insofern, Bernd, sage ich schon, Mr. Bernstein, Macht nichts. macht nichts. Phase. Phase. Wollen wir jetzt mal gucken, was du sozusagen zu bieten hast. Genau, also da du die Zinsen angesprochen hast, da kommen ja die Webseiten auch gar nicht mehr hinterher mit der Aktualisierung der Absolut. Charts. Denn USA ist schon bei 0 bis 0,25%. Also sie hatten jetzt am 15.03., also in der Nacht zum Montag, die Zinsen um 100 Basispunkte gesenkt und davor schon mal in der ersten Woche, das war glaube ich dann der 3. März, da wurde es schon mal gesenkt, außerordentlich. Das ist wirklich ein Wahnsinn, wo die Zinsen, die liegen jetzt alle am Boden. Es geht natürlich noch schlimmer, beziehungsweise man kann jetzt alle Anleihen aufkaufen, man überlegt auch Aktien aufzukaufen, aber all diese Sachen, auch diese Finanzspritze von 750 Milliarden US-Dollar am Repo-Markt ist verpufft. Also das gibt mal kurzen Schwankerl nach oben am Markt und dann ist es auch wieder weg. Und genau den schauen wir uns jetzt an. Und da habe ich mich natürlich auch hier nicht lumpen lassen und auf der einen Seite auch das Mini-Terminal mal aktiviert, weil immer wieder die Frage kommt im Chat, warum ich so oldschool meine Orders eingebe. Ja, weil ich halt auch ein alter Typ bin. Also ich bin mittlerweile seit mehr als 20 Jahren an der Börse aktiv, das täglich. Und da ist man natürlich an gewohnte Abläufe immer gerne gebunden, beziehungsweise man mag einfach gewohnte Sachen, man mag seine gewohnten Strategien. Und auch das ist eine Frage, die immer wieder im Trading rumkommt, ob ich denn mein Trading extrem anpassen muss aufgrund der Volatilität. Also wir haben am Freitag im DAX 922 Punkte Schwankungsbreite gehabt, am Montag 711, Dienstag 722 und heute ein paar weniger, aber trotzdem vor dem Hintergrund des Indexstandes von 8.000 bis 9.000 Punkten, eine Schwankungsbreite von 800, 900 Punkten zu haben, das sind 10%. Also wir reden über 10% Intraday Schwankungsbreite. Und der Dow Jones ist nicht minder volatil. Wie gesagt, gestern Limit up bei über 21.000, heute Limit down bei 20.000 noch was. Dann ging es wieder 500 hoch, um dann 1.200 nach unten zu preschen. Und jetzt sind wir hier in der Nähe der 19.000. Und das sind halt wirklich Marken, beziehungsweise wir waren hier 19.039 im Tief. Also das sind wirklich Bewegungen und auch Marken, die die Marktteilnehmer aufnehmen, wo sie sich kurz zurücklehnen, also kurz vor dem vor der Berührung hier unten oder fast Berührung von 19.000 gab es hier auch schon mal wieder eine Handelsaussetzung. Das war kurz nach 18 Uhr. Da ist immer die Börse geschlossen für 15 Minuten. Und wenn es Limit Up oder Limit Down gibt, das sind immer diese Regeln, die außerbörslich greifen, wo dann der Future nach einer Bewegung von 3,5% aus dem Handel genommen wird. Also da passiert erstmal nichts. Da werden die Orders gesammelt im Orderbuch. Und wenn es so aussieht, als ob es in die andere Richtung so ein bisschen gehen könnte, wird er wieder angestellt. Da gibt es auch keine festen Zeiten. Das regeln dann quasi die Computer oder Market Maker oder wer auch immer da an den Keyboards sitzt, muss man schon fast sagen. Jetzt sitzen auf alle Fälle die Bären am Keyboard und ich habe mir hier im kurzfristigen Chart, im Minutenchart und um auf die Frage einzugehen, ob ich meinen Trading-Stil groß anpasse, nein, tue ich nicht und zwar deswegen, weil man hat das Risiko im Markt viel, viel höher, finde ich, wenn man den Trading-Stil anpasst. Wenn man also jetzt auf einmal sagt, ja, ich nehme auf einmal aufs eigene Konto auch mal 100 oder 200 Punkte in Kauf, an Risiko, das ist für mich definitiv zu viel. Also ich arbeite auch jetzt mit 20, 30 Punkten Stop, aber habe dadurch, dass ich natürlich mehr Ausstopper habe in kürzerer Zeit, weil die Volatilität höher ist, muss ich mir im Plusbereich, also wenn ich einen Trade habe, der läuft, dann das ganze Szenario einer höheren Strecke im Gewinn. Und da kommen 100, 200, 300, 400 Punkte zusammen. Das geht relativ fix auch. Also wir haben es im Webinar letzte Woche Donnerstag gesehen. Da hatte ich einen Kontrakt glattgestellt mit 85 Punkten und den zweiten mit 140. Und das Ganze lief innerhalb von einer Viertelstunde ab. Also das ist dann natürlich das, was die Einstiegsmöglichkeiten davor, wo man immer mal mit 15 oder 20 ausgestoppt wird, zwei, dreimal dann kompensiert und unterm Strich bleibt dann ein Gewinn hängen.
hängen, sonst würde ich das Ganze hier nicht veranstalten, sonst wäre das ja eher eine Beschäftigungstherapie. Und ihr könnt mir glauben oder du kannst mir glauben, wir sind ja hier auf einem freundlichen Du im Webinar. Ich kriege genug Anrufe, habe genug Gesprächsbedarf und Gesprächsstoff auch, den ich hier zum Thema Börse mit meinen Freunden, Schrägstrich Bekannten, Schrägstrich Coaches teilen darf. Und gerade das ist auch so ein Teil, was jetzt im Moment sehr stark zunimmt, finde ich. Also viele Leute verabschieden sich aus den langfristigen Kapitalanlagen, weil sie sagen, in so kurzer Zeit 30% zu verlieren mit einem ETF-Sparplan oder sonstigen. Da nehme ich einen Teil raus. Da bin ich extrem schockiert und enttäuscht, wie die Märkte hier durchdrehen, muss man schon fast sagen. Und das nehme ich lieber selber in die Hand und versuche mit einem eigenen Trading-Account dann zumindest, wenn es 30% Abschlag gibt, die auf meine eigene Kappe zu nehmen. Dann habe ich es wenigstens versucht. Also das höre ich jetzt öfters im Markt und da bin ich natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite und lasse mir da über die Schulter blicken und auch zusammen handeln. Also diese Möglichkeit besteht. Das wollte ich hier nur zeigen, dass wir hier verschiedene Möglichkeiten haben, das optisch zu gestalten. Den DAX schaue ich mir jetzt nur noch mal partiell an. Ich hatte vorhin eine kleine Position am Jahrestief, was wir bei 8.200 und um die 40 außerbörslich gesehen hatten, beziehungsweise Montag früh im Xetra-Handel wurde es zur Eröffnung kurz gesehen, das Level. Und da sind wir auch sehr dynamisch abgeprallt. Vorhin mal kurz, das war ein Trade von vorhin und jetzt schaue ich vermehrt nur noch auf den Dow Jones, was er hier macht und zoome mir das ganze Chartbild auf. Denn wir sind klar in einem Abwärtstrend, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Da kann man sich verschiedene Steilheiten, verschiedene Kurvenverläufe hier nochmal mit einer Trendlinie symbolisch anzeigen, aber das ändert alles nichts daran, dass der Markt einfach auf der Abwärtsbasis ist. Und wo waren wir im Tief? Das hatte ich auch schon angemerkt, um die 40 Punkte oder 30 Punkte, 19.000, 30, 40. Der Spread, wie man hier sieht bei JFD, ist konstant und auch die Ausführung ist in der Regel super. Also ich hatte da ein, zwei Hängerchen, aber das war, wie der Chris jetzt eben schon sagte, lag jetzt nicht am Broker, sondern es liegt am Ende am Liquiditätsprovider. Denn so eine Order muss an die Börse weitergeleitet werden. Und wer sich mit Futures auskennt, beziehungsweise sogar ein Future-Abo sein eigen nennt, der kann sich das gerne mal anschauen, was es da für Spreads gibt im DAX. Manchmal 12, 13 Punkte, vor allem diese Uhrzeit. Und da bietet dann ein CFD-Broker weniger an Spread. Dann ist das auf alle Fälle attraktiver zu handeln. Und wenn man hier eine Slippage bekommt, muss man auch beide Seiten der Slippage sehen. Also quasi auch die Gewinnerseite. Und ich habe in jüngster Zeit, und auch das kann ich nachher gerne mal in meinem Live-Account mal zeigen, habe ich des Öfteren auch positives Slippage bekommen. Und wenn man dann so bei Sprüngen von 20, 30 Punkten diese auf der Plusseite noch on top zu seinem Target, zu seinem Take-Profit hinzubekommt ins Konto, dann ist man, denke ich, sehr glücklich und gut bedient. Und das sind eben die Sachen, weswegen ich hier bei JFD handle und nicht bei einem Market Maker, der das vielleicht alles in die eigenen Bücher reinschreibt und einfach mal schaut, wie der Markt läuft und wenn es richtig wild wird, die ganze Geschichte aussetzt. Auch das habe ich leider Gottes von einigen Kollegen gehört, die bei einem Broker waren, wo es dann auch mal längere Zeit keine Kurse gab. Und was macht man dann? Ja, dann ist guter Rat teuer. Dann nutzt auch das Anrufen nichts beim Broker, weil man dann letzten Endes ja auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, wann wieder der Kurs losgeht. Und das hat man eben am Future-Handel gar nicht. Dann weiß man, nach einer Viertelstunde Handelspause zu den regulären Handelszeiten geht es auf alle Fälle weiter. Und das hat man eben bei JFD auch nicht. Also wenn der Kurs jetzt hier stehen bleibt tagsüber, dann bin ich mir zu 99,9% sicher, dass es daran liegt, dass der Future in den USA nicht mehr gehandelt wird. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Was macht hier Sinn? Also man kann natürlich bei so einem derben Abwärtstrend auch jederzeit auf einen fallenden Markt, auf einen weiter fallenden Markt spekulieren. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, wo setze ich meine Stops und was kann nach oben passieren? Und für oben ist mir eigentlich das Potenzial in der Situation jetzt höher, als dass wir nach unten komplett durchbrechen und deswegen fackel ich nicht lange und würde hier einen Long Trade ins Depot aufnehmen und das Ganze sollte man natürlich hier eng abstoppen und dann nutze ich erstmal nur den Bereich, den wir heute schon kennenlernen durften, also das Tagestief.
beziehungsweise kurz davor, denn in der Regel ist es so, wenn es zu einem Durchbruch durch so ein Tief kommt, wie wir an der Stelle gesehen haben, dann geht es sehr, sehr dynamisch auch mal 30, 40 Punkte weiter nach unten und die möchte ich mir natürlich nicht irgendwie vom Brot nehmen lassen, wie man sagt. Warum bin ich jetzt hier long angestiegen? Also die letzten Kerzen waren in etwa auf demselben Niveau, ein bisschen über dem Tagestief, was wir am Dow Jones schon gesehen haben und das sind letzten Endes dann solche Marken, die ich mir als Trader anschaue und wo ich abwäge, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sein könnte, dass sich hier zumindest ein kurzfristiger Boden bildet. Und die nächste Frage, die damit einhergeht, ist neben dem Risiko natürlich auch immer, bis wohin kann der Kurs laufen? Also nehme ich hier einen Take-Profit rein in normalen Märkten, die normal schwanken, habe ich ganz oft eine Take-Profit drin von 40, 50 Punkten. Wenn ich den Stop 20, 25 setze, ist das ein 2R letzten Endes, also quasi das Zweifache des Risikos. So rum wollte ich es ausdrücken, nicht ein 2R, nicht das zweifache Risiko vom Profit. Das wäre natürlich Wahnsinn. Und hier male ich mir in den Chart die entsprechenden Linien ein und habe natürlich den Abwärtstrend im Blick, aber auch das sind immer wieder Marken, wo zumindest der Kurs mal in die Nähe laufen kann. Also in die Nähe eines solchen Abwärtstrends könnte der Kurs bei einer kleinen Erholung kommen. Und welche Marktteilnehmer spekulieren denn auf eine Erholung? Also sicherlich nicht nur Wahnsinnige, die sich jetzt in so einem starken Markt gegen den Haupttrend stellen, sondern zum einen gibt es auch immer wieder Käufer, die den Markt kaufen müssen, also wo Anlagegeld zur Verfügung steht. Andere Käuferschichten sind natürlich die sogenannten Schnäppchenjäger, die jetzt sehen, da haben sich einige Aktien nicht nur halbiert, sondern vielleicht auch geviertelt. Also wenn ich mir die Stars aus den letzten Monaten anschaue, so eine Beyond Meat, die jetzt bei 50 notiert und die schon über 200 war, oder auch eine Tesla, die sich seit dem Höhenflug wieder halbiert hat. Von der Lufthansa wollen wir gar nicht reden im deutschen Markt. Das sind alles Werte, die man sich hier genauer anschauen sollte. Und da gibt es immer wieder Käufer, die dann genau hier in die Bresche springen und sagen, das ist für mich ein attraktives Niveau. Da nehme ich mir mal ein paar Aktien ins Depot. Mittlerweile steuern wir weiter auf das Tagestief zu. Wir sind hier mit dem ersten Versuch quasi ausgestopft worden. Ich gehe davon aus, dass wir auch ein kleines neues Tagestief machen, bin dennoch nicht so auf diesen Trend geeicht, dass ich hier an der nächsten Tausender Marke erneut short gehen würde, sondern ich schaue mir diesen Flup an. Ja, jetzt ist er durchgeführt worden und das wäre für mich auch nochmal ein Grund hier zu schauen, ob man in den Markt reinkommt. Also die 18, die 19.000 sind hier gefallen und kurz unter Boden. Das sind runde Marken, an denen immer wieder Bewegung kommt, in denen die Marktakteure auf CNBC und anderen Wirtschaftssendern hier auch immer wieder schauen, oh, hier ist richtig was los, hier kommt es zu Umschichtungen, hier sind gegebenenfalls auch Stops im Markt, die gerissen werden, die dann überflutet werden mit den Orders. Aber hier gibt es natürlich auch immer wieder Käufer, die sagen, so eine runde Marke nutze ich für den Einstieg, denn wie schlimm soll es denn am Ende noch werden? Das weiß natürlich niemand, aber der Dow ist jetzt genau 10% im Minus, also das ist schon eine Hausmarke, wo man drüber nachdenkt, beziehungsweise wo ich drüber nachdenke, hier eher auf der Long-Seite aktiv zu werden, als nochmal draufzutreten. Wie gesagt, nur für eine Gegenbewegung, also das Ganze soll jetzt nicht dahingehend ausgerichtet werden, dass ich hier long gehe mit dem Fokus, wir erholen uns und kriegen bald wieder die Allzeithochs. Nein, also das ist zu weit hergeholt. Dafür ist der wirtschaftliche Schaden durch den Coronavirus einfach viel zu groß. Also es schließen ja ganze Werke, also General Motors, Ford hat vorhin gemeldet, glaube ich, das Hauptwerk zu schließen. Tesla hatte gestern schon gemeldet oder heute Nacht in Deutschland, BMW, Volkswagen. Also ganz viele große Unternehmen drosseln bzw. fahren die Produktion richtig zurück, weil sie einfach sehen, es kommt gar nicht zu einer starken Nachfrage. Also die Nachfrage bricht ja auch letzten Endes weg, wenn niemand einkaufen gehen kann. Denn so einen neuen Tesla bestellt man sich eben nicht über Amazon. Amazon ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, denn es gibt durchaus Werte, die von der Krise profitieren. Also das sind jetzt nicht nur die Toilettenpapierhersteller, sondern oder diejenigen, die Atemmasken herstellen, sondern sicherlich auch medizinische Werte teilweise und vielleicht so eine Trägerwerk, die ist in den letzten Tagen sehr gut nach oben gegangen. Oder was fällt mir hier noch ein? Telekommunikationsunternehmen leiden auch nicht ganz so stark. Bei Streamingdiensten ist auch die Frage, gut, die produzieren jetzt erstmal keine neuen Blockbuster, aber sie haben natürlich ein umfangreiches Angebot, was jetzt nochmal stärker nachgefragt wird, weil wenn ganz viele Millionen Menschen zu Hause sitzen,
was sollen sie denn den ganzen Tag tun? Und da ist der Griff zur Fernbedienung, zu einem Streamingdienst, zu einem Abo, vielleicht nicht das Sportabo auf Sky, weil Bundesliga ja auch ausgesetzt ist, sondern Blockbuster und so, zieht zum Beispiel Disney einige Starts vor und wird die Eisprinzessin Teil 2 zum Beispiel viel, viel eher ausstrahlen als ursprünglich angedacht, damit natürlich auch die Kinderchen zu Hause so ein Stück weit unter Haltung haben. Also bisher kam es nicht zu einer Gegenbewegung im DAO. Das ist alles auf sehr, sehr sandigen Füßen gebaut. Also hier wurde bisher noch nicht zum Kauf gerufen. Wer ist noch die dritte Käuferschicht, um diesen Gedanken fortzuführen? Also die zweite Käuferschicht war natürlich die, die attraktiv bewertete Unternehmen jetzt raussuchen. Und die dritte Käuferschicht ist diejenige, die schon längere Zeit short ist oder vielleicht auch nur intraday und die an bestimmten Marken ihre Stops postiert haben. Also das heißt, wer hier im Abwärtstrend mitgeschwommen ist, der verfügt jetzt hier über 1000 oder 2000 Punkte Kursgewinn und der wird sich natürlich, je länger der Markt diese Bewegung fortschreibt, überlegen, wo nehme ich meine Gewinne mit? Also macht es überhaupt Sinn, das laufen zu lassen, weil über Nacht, wie wir in vor ein, zwei Tagen schon gemerkt haben, kann es natürlich auch ein Limit abgeben. Also wenn der Markt dann mal 1000 Punkte nach oben geht, wegen einer Meldung, die zum Beispiel initiiert wurde von politischen Botschaften oder von politischen Vertretern, wie zum Beispiel, wir haben jetzt eine riesen Helikoptergeldaktion nochmal on top vor oder es wird großflächig geimpft oder auch der Krankheitsverlauf ist doch nicht so schlimm wie gedacht. Jetzt erholen sich die ganzen Kurven wieder, die ganzen Fieberkurven. Also all das kann geschehen und all das wären natürlich hier Gründe dafür, dass der Markt noch mal stärker nach oben geht. Künstlerpech möchte man das nennen, dass man hier auf den Punkt rausgeholt wurde aus dem Markt. Jetzt werde ich auf die aktuelle Kerze, die jetzt hier schon knapp 100 Punkte beträgt oder mittlerweile schon 100 Punkte beträgt, nicht sofort aufspringen, sondern eine Korrektur abwarten und dann noch mal schauen, ob wir hier uns long positionieren können, beziehungsweise was heißt wir, es ist ja mein Account. Hier gibt es noch eine steilere Linie. Es wird immer steiler, wenn ich das mal so sagen darf. Und mal sehen, wie der DAO sich an der Stelle verhält, wenn wir hier drauf laufen. Die Zinsen hatte ich schon kurz eingeblendet, wie sie sich verändern. Was noch interessanter ist als natürlich das Zinsumfeld, weil wenn das die Zinsen alle bei Null sind, was will man da Spannendes darüber erzählen? Was interessanter ist, ist vielleicht, was macht denn das Bruttoinlandsprodukt? Also die ZEW-Konjunkturerwartung, die ist ja gestern massiv nach unten weggebrochen. Da wurde ein Stand von minus 25 erwartet, er war bei minus 49. Also die Erwartungen sind so schlecht. Ja, man fragt sich, kann es denn noch schlechter werden? Diese Frage kann ich natürlich nicht beantworten, auch der liebe Chris nicht. Aber da das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland immer nur so knapp über Null war, kann man davon ausgehen, dass wir hier in den negativen Bereich kommen. Und das wäre letzten Endes auch eine Rezession, wenn das über mehrere Quartale beibehalten wird. Also das sollte man auf alle Fälle im Blick behalten. In China hat sich das Bruttoinlandsprodukt ja schon vorab nach unten bewegt, ist auch im positiven Bereich noch, also ist noch im positiven Bereich, aber wird vermutlich von den Prognosen her jetzt im ersten Quartal auf nur noch 4,2 abschmieren, muss man da schon sagen. Und wenn ich mir jetzt die Kurve wieder anschaue, da war diese Erholung von 100 Punkten wieder mal nichts. Also sie war überhaupt nichts wert und ich gehe jetzt an der Erholung, also wenn die Kerze, die aktuelle, das neue Tief wieder abfängt. Das ist für mich immer so ein Szenario, wo ich sehr gerne in den Markt hinein hüpfe und wo ich versuche, hier nochmal ein kleines Phishing zu betreiben. Sobald die Kerze grün wird, ziehe ich auch aggressiv den Stopp nach. Doch ich will meine Rede nicht vergessen. Wo ist denn jetzt hier der Zusammenhang zwischen China und den USA? Ganz klar, bei den Exporten und Importen. Denn wenn man sich die anschaut, ist der deutsche Export nach China jedes Jahr gestiegen. Und wir haben einen Anteil von über 7%. Ja, also der Gesamtexport von Deutschland hängt fast an China. Rang 3 ist China mittlerweile dabei. Und der Import aus China beträgt sogar 10% oder 9,9. Also das sind Zahlen, die man sich quasi auch mal vor Augen halten muss. Wo kommen unsere Waren her? All die schicken iPhones oder Zubehörteile, Elektronikartikel, die kommen zum größten Teil, beziehungsweise werden designed in Kalifornien oder sonst wo, aber werden letzten Endes dann gefertigt in China. Und wenn das wegbricht, ja, oder massiv zusammenschrumpft und nicht mehr benötigt wird und wir exportieren dann vielleicht auch keine Autos, weil dort Fahrverbote herrschen, weil dort auch eine Ausgangssperre ist. Ja, was macht man dann? Dann knickt das ganze BIP zusammen.
Ja, also das muss man auf alle Fälle sich mal vor Augen halten. Und hinzu kommt weiter natürlich der Zwang zur Geldanlage. Also wir merken im Moment, dass am Markt nicht, dass der Zwang zur Geldanlage ist. Es ist eher ein Cash-Machen von Geldanlagen, also der umgekehrte Effekt. Man sieht sogar, dass Gold massiv litt, ist das richtige Wort. Danke für den Einwurf. Litt ist das richtige Wort. Und hier ist der Hintergrund einfach, dass die Krisenwährung Gold, die immer heraufbeschworen wurde und die gerade von den ganzen Krisenexperten immer wieder hochgehalten wurde, also geht in Gold, Leute, es kommt ganz haarig am Kapitalmarkt. Nun kommt es haarig am Kapitalmarkt, aber Gold fällt auch. Und woran liegt das? Weil die Leute, beziehungsweise nicht die breite Bevölkerung, die kauft weiterhin Gold. Also in einigen Goldstores habe ich vernommen, aus Berlin ist Gold ausverkauft. Also da kriegst du manche Nuggets überhaupt nicht mehr, manche Sorten. Aber auf den großen Märkten wird Gold verkauft. Also der Goldpreis leidet, weil natürlich Pensionsfonds und die größeren Kapitalanlagegesellschaften hier alles zu Cash machen. Sie wissen nicht, wie schlimm es kommt. Sie müssen natürlich auch, wenn jetzt große Mandate in Vermögensverwaltung hier Geld abheben, müssen sie natürlich auch die Kunden bedienen, müssen ihnen Geld geben, zur Verfügung stellen. Und das ist der Grund, warum auch Gold leidet, warum auch ein Bitcoin von vor ein paar Wochen war er noch bei 10.000, jetzt auf 4.000 mal abgeschmiert ist, jetzt war er wieder bei 5.000 heute. Also alle Assets werden quer durch die Bank verkauft, Staatsanleihen werden verkauft, alles wird verkauft, weil hier natürlich Kapital gebraucht wird für die wildesten Sachen. Und wer langfristig jetzt erst in Anführungsstrichen aufwacht, also wer jetzt erst mitbekommt, dass irgendwelche Investments, die er im Januar, Februar oder Ende letzten Jahres getätigt hat, so stark im Minus sind, dem kann man wirklich nur raten, jetzt Ruhe zu bewahren, denn alles auf den Markt zu schmeißen, ist aus meiner Sicht jetzt nach einem Abschlag von über 30% nicht das richtige Rezept, denn die nächste Gegenbewegung oder die Erholung dieser starken Korrektur, die sollte doch so langsam, aber sicher bevorstehen. Und da können wir sehr gerne auf den DAX schauen und da rufe ich mir nochmal den DAX hier auf, den ich hier in einem anderen Chartbild habe, den DE30 Cash. Ich mache das Ganze mal ein bisschen kleiner, den habe ich nämlich hier mir reingeholt, wenn wir uns ihn im Wochenchart anschauen, dann ist diese Bewegung ja extremst brutal. Also wir sind vom Allzeithoch, was wir im Februar noch hatten, bei 13.800 und noch ein paar Punkten, jetzt auf 8.200 zusammengefaltet worden. Ja, 8.182 war das Low und das ist ein Stand von August 2013. Also alle Anleger, die irgendwann 2014, 15, 16, 17, 18 und 19 in den Markt eingestiegen sind, die haben hier auf den Index bezogen, also bei einem passiven Indexinvestment, kein Gewinn mehr. Also da ist der Frust natürlich auch entsprechend hoch, gerade für die Neuaktionäre, dass man hier noch am Kapitalmarkt Geld verdienen kann. Der Glaube schwindet, aber es wird wieder so sein. Also all die Krisen, und das hatte ich neulich erst gelesen in einer sehr interessanten Broschüre, alle großen Krisen, sei es die Finanzkrise 2015, 2007 die Finanzkrise oder die Dotcom-Blase 2000 oder 1987 der große Börsencrash, all das wurde binnen 8 bis 10 Jahren wieder wettgemacht. Also wer zum Beispiel zum Höchstkurs im DAX im Jahr 2000 noch gekauft hat, den Index, und dann den Zusammenfall gesehen hat bis unter 3000, ich glaube das Tief war 2450, der wurde dann 2006 mit einem neuen Höchststand belohnt. Also aussitzen hat nach so einem starken Kurseinbruch von mehr als 30% bisher statistisch, also ich kann natürlich nicht in die Zukunft blicken, aber bisher statistisch ab diesem Level immer ganz gute Karten bewiesen. Und wer das Geld jetzt nicht in den nächsten Monaten braucht, denn man weiß nicht, was der Coronavirus hier noch auf der Unterseite fabriziert und was hier noch nachkommt, der sollte diese Anlagen vermutlich erstmal liegen lassen. Also das wäre so das kleine Orakel, was ich hier mitgeben kann. Ja, wir waren in dem Chart, ich war in einem anderen Chartbild, deswegen war das leicht verwirrend, gerade für mich. Ich habe da noch zwei, drei andere Tools laufen, um hier schnell zu reagieren zu können, um mich auch schnell abhatchen zu können, um dies und das
zu tun. Das sollte man im Trading immer ein offenes Auge haben. Also, es gab jetzt kein neues Tagestief, das ist schon mal gut, wobei es sich auf 4 Minuten bezieht, also 4, 5 Minuten kein neues Verlaufstief. Da kann man schon mal jubeln, da kann man schon mal Beifall klatschen. Die Abwärtstrends sind immer noch steil und mein Szenario für eine Erholung heute am Abend wäre, dass wir erstmal die erste Linie überschreiten, dann vielleicht zur zweiten Linie kommen. Da sind ja dann auch nochmal 150 Punkte mehr und dann eventuell auch noch zu einer Short-Eindeckung in der letzten Handelsstunde, in der letzten halben Handelsstunde womöglich kommen. Hier gab es nämlich immer sehr, sehr starke Bewegungen. Also wer sich das vor allem an dem Freitag anschaut, der hat sich die letzten 2 Wochen gefragt, wer kauft denn am Freitag den Dow Jones? Also eine Stunde vor Handelsende ging die Rallye los und hat in der Regel so 1000 Punkte nach oben durchgezogen. Ja, also da gab es kaum mal Rücksätze. Und die Antwort ist relativ einfach. Das waren nicht etwa Investoren, die dachten, übers Wochenende wird alles gut. Also vielleicht auch. Aber das Gros waren einfach die Trader, die über die Handelstage davor auf der Short-Seite mit nach unten geschwommen sind und die hier natürlich auch ihre Gewinne mit ins Wochenende nehmen wollten. Und das sei ihnen auch gegönnt. Aber das ist letzten Endes ein Squeeze, ein Short-Squeeze. Also da rattern dann die Stops. Und man kann sich so, wie ich das in dem Langfrist-Chart eben zeigte, wo man sich die Frage stellt, wer ist denn überhaupt noch im Plus? Seit 2013 im Index dann keiner mehr. So kann man sich hier auch natürlich immer wieder intraday die Frage stellen, wer ist denn überhaupt noch im Plus von den Bären? Und je mehr Trendlinien brechen, desto mehr Bären sind dann eben nicht mehr im Plus. Und jetzt sind wir hier an der interessanten Linie, an einem interessanten Punkt, wo wir vorhin schon einmal ganz kurz waren. Und deswegen werde ich hier die zweite Position reinnehmen, um darauf zu spekulieren, dass wir auch zur nächsten Trendlinie durchlaufen. Und den Stopp muss ich natürlich hier entsprechend eng setzen. Das ist die 18.960. Setze ich den Stopp mal hin, also rund 100 Punkte weg. Und den ziehe ich hier auch entsprechend gleich mal nach. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Er hat zumindest, zeigte mir hier nicht an, dass der Stopp im System ist. Da wurde eine Null vergessen. Das sollte man natürlich nicht machen. 18.960. Immer gleich mal nachprüfen, wie viele Linien im Chart sind. Also, die erste können wir jetzt leicht absichern. Die zweite hoffe ich auch gleich. Wenn wir zu der Linie hier durchdringen, dann wäre das nämlich eine schöne Kiste. Dann wären wir jetzt hier mit 2 Positionen im Rennen und können von der Gegenbewegung entsprechend partizipieren. Wie weit sie läuft, das weiß man nicht. Deswegen so ein Stopp sollte immer relativ eng am Kurs bleiben. Also es bringt hier nichts mit jeder Kerze, die auf der Unterseite war, mit jeder roten Kerze, wenn man irgendwo einsteckt, darauf zu spekulieren, dass jetzt die komplette Trendwende für den Tag eingeleitet wird. Also von der Trendwende kann man erst sprechen, wenn es hier ab jetzt 1500 Punkte nach oben gehen würde. Das ist natürlich nicht der Fall. Also ich glaube einfach nicht daran, dass es so weit nach oben geht. Ist aber jederzeit möglich. Also gerade bei der Volatilität ist nichts unmöglich. Im Umkehrschluss ist natürlich alles möglich. Und die Fed hat einiges schon probiert, hier nach oben den Markt zu treiben. Insofern wird sie ihr Pulver schon verschossen haben, zinstechnisch. Aber es gibt ja noch mehrere Marktakteure. Also es reicht ja vielleicht auch, wenn ein größerer Marktakteur, vielleicht einen George Soros oder vielleicht auch die CEOs von großen Unternehmen wie ein Elon Musk oder ein Microsoft-Gründer, ein Bill Gates oder ein Warren Buffett übers Mikrofon oder über Twitter verlauten lässt. Bei Elon Musk hofft man natürlich, dass er da vorher nichts geraucht hat, sondern dass er bei klarem Verstand die Ausgabe tätigt, die Aussage tätigt, dass hier das Schlimmste vielleicht in 2 Wochen schon überstanden ist oder irgend so eine News, die dann den Markt anheizt und die zumindest kurzfristig dann immer für eine Entspannung sorgt. Und das ist jederzeit gegeben und da sehe ich eher das Potenzial für so eine News auf der Oberseite, weil was soll jetzt noch für eine negative News kommen? Also wir haben die ganze Zeit über die Newsmagazine dieses Italien hat mehr Todesfälle, Deutschland mehr Infizierte, hier eine Ausgangssperre, hier ein Flugunternehmen, was nicht mehr irgendwelche Flughäfen ansteuert und, und. Also negativ ist halt schon, ist man fast schon gewöhnt.
möchte ich sagen. Habe ich da einen Husten vernommen? Chris, wolltest du dich zu Wort melden? Ja, ich wollte nur kurz einschauen. Also erstmal, ich lausche dir voller Spannung, klarerweise. Und auch taktisch jetzt einfach sehr, sehr interessant, dass du eine positive Pyramide baust. Das nur als kleiner Input an der Stelle. Da ist wirklich, sage ich mal, auch, sage ich mal, Mut gefragt einerseits. Andererseits ist das aber auch das Gros der Anleger, die tatsächlich auch Geld verdienen, die eben positive Pyramiden bauen. Und das ist tatsächlich etwas, das muss man erstmal beherrschen. Ich meine, der ein oder andere würde sich jetzt über den kleinen Entry nahe dem Tagestief freuen. Und du, sag ich mal, hast da eben den Mut, aufgrund des verdienten Risikos mit der ersten Position jetzt eben eine zweite aufzubauen, um eben den Gewinn in Anführungszeichen zu maximieren im Rahmen der weiteren Bewegung. Also Hochachtung, das ist tatsächlich tradingtechnisch ausgezeichnet. Es gibt auch das negative Grid oder auch Grid-Systeme beziehungsweise Martingale im schlimmsten Fall, die auch relativ lange funktionieren, aber eben auch jetzt zu Zeiten wie diesen arg unter die Räder gekommen sind. Und grundsätzlich, wie gesagt, Hut ab wollte ich erwähnen. Ansonsten natürlich auch noch der Hinweis, ich bedauere wirklich für viele Marktteilnehmer, die in den letzten Jahren zu der Börse getrieben wurden im Rahmen Dividenden verdienen, nichts leichter als das. Ich hatte da auch gerade, du wirst es wissen, Andreas, wir hatten da auf Instagram auch immer mal wieder den einen oder anderen Teilnehmer, die so alle sich schön gerechnet haben mit Dividenden, aber was nützt denn die beste Dividende, wenn man die Telekom im Jahr 2000 bei 100 Euro gekauft hat, zum Beispiel, ja. Da muss man einfach sagen, da hat man durchaus Warnings ausgesprochen und die ganzen ETF-Jünger und dergleichen. Ich will hoffen, dass sie jetzt eben nicht, wie damals viele andere im Rahmen 2000 plus, dann das Handtuch werfen, ja, und voller Panik sagen, Börse ist nichts für mich. Das ist eben das Dramatische, weil genau das wieder passiert und eigenartigerweise wiederholt sich die Geschichte tatsächlich und ich sag mal, nur neue Generationen erleben sie immer wieder, ne? Wenn ich da reingrätschen darf, um quasi Long und Short abzudecken, es gab das ja auch auf Jahre hinweg durch diese sogenannten Crash-Propheten, die jetzt in ja. Interviews sagen, ich habe es doch schon immer gewusst. Na klar, also wer seit 7 Jahren im Bullenmarkt auf Crash spekuliert und hat erstmal die Kohle halbiert oder so, der kann sich jetzt über 30% Down nicht freuen. Und wer sich die Post anguckt von denjenigen, also wenn ich mir jetzt mal genau die Dinge angucke von, ich möchte jetzt nicht hier irgendwie alle über einen Kamm scheren. Ich habe jetzt nur geschaut bei einem Max Otte oder bei einem Friedrich und Weig, die ja quasi Sachwertfonds und alles Mögliche investieren, oder Dirk Müller, die sind auch unter die Räder gekommen, die Fonds. Also sie können sich zwar loben, dass sie vielleicht nur 10% verloren haben diesen Monat und der DAX dann 20, aber sie haben Geld verloren. Ja, und das erwarte ich eben nicht von einem Crash-Propheten. Ich erwarte von einem Crash-Propheten, dass wenn der Crash kommt, er verdammt reich wird. Also so wie der Big Bang oder der große Big Short. Big Short, richtig. Sowas erwarte ich mit 50 Mill rein, mit 2 Milliarden raus. Das wäre doch mal ein Statement, ja? Man muss auch sagen, Ray Dalio oder eben Bridgewaters oder große Hedgefonds haben ja jetzt auch schon arge Schieflage. Und du sagst vorhin auch Absicherungen, beziehungsweise du hast ja auch erzählt, dass die oder bekanntermaßen eben auch hier Pensionsfonds Kasse machen müssen. Das ist jetzt eine Spirale und auch die Robot Advisors, eben ganzen ETF-Programme. Wie gesagt, ich wollte nur sagen, dass die Sparer, die da eben blindlings eingestiegen sind nach einem Bullenmarkt, wie es ihnen eben so auch noch nie gab. Und klar war nie anzunehmen, dass die Corona-Krise so sich ausweitet, weil wir hatten SARS 2002, 2003 und man hat angenommen, dass es ähnlich schnell wieder sich relativiert und eben der Markt wird eben hier trotzdem immer eines Neuen belehrt, beziehungsweise es gibt eben auch immer wieder Korrekturphasen und wir sind eben, das sieht man an den Kerzen, an der Vola, an den Volatilitätsindizes, dass das historisch ist. Und ich meine nur, dass da eben der Anleger jetzt auch wirklich natürlich selektieren muss und auch der frühzeitige Einstieg von vielen anderen nach dem Motto, jetzt Aktien kaufen, man muss jetzt erstmal warten, weil ich glaube eben, genau wie du sagst, die ganzen Produktionsschließungen, die BIPs, gerade Amerika, wenn da Corona erstmal so richtig um sich schlägt, das wird natürlich dann tatsächlich, und wir sehen ja, was in China im das kommt Prinzip, später, das kommt später. Und ich meine, die Börse, das wissen wir auch, ist 6, 9 Monate voraus. Die hat morgen noch geöffnet, die Sonne geht wieder auf, es wird auch immer, sag ich mal, was geben, aber wir befinden uns definitiv in einer Phase, die ist wirklich eskalativ und das in einer Schnelligkeit, die wir so noch nicht erlebt haben, ne? Ich sehe schon, du wolltest auf Sonne hin und deinen Sonnengruß machen. Ich will dich auch bei der Yoga-Session nachher nicht stören. Wir haben fast eine Stunde rum und ich würde jetzt direkt hier reinklicken, mich rausklicken, um einerseits zu zeigen, also ich bin jetzt rausgegangen, um einerseits zu zeigen, wie schnell die Ausführung funktioniert bei JFD. Also Dankeschön. Ich bin bei jedem Trade reinkommt, bitteschön. Zum anderen, weil es natürlich jetzt runtergeht, und zum dritten, um auch mal das Risikomanagement jetzt hier direkt an den Trades zu zeigen. Also auch das soll hier nicht zu kurz kommen und wer das hier sieht,
Die ersten zwei Versuche, da hatte ich durchaus auch einen Stopp von 50 Punkten oder so, ist einmal mit 27 Euro ausgestoppt worden, einmal mit Bernd, Bernd, 36. bisschen größer vielleicht. Der hat vorhin auch der, ich glaube, der Rudolf, der hat das Webinar schon verlassen. Der musste wahrscheinlich schneller Hand weg. Wir zeichnen das übrigens auch auf an alle Teilnehmer. Aber damit man das noch ein bisschen besser sieht, weil ich erkenne es, ich habe ja hier meine, weiß ich nicht, wie viel Zoll Monitore sehen und muss schon mit der Lupe in die Zahl rechts blicken. Nur Ja, so. alles gut. Ich Danke, habe halt Markus. große Monitore und ich weiß Prost. nicht, warum du Boah. mich immer Bernd nennst, aber es sei dir gegönnt. Ich nenne Mr. Bernstein, das klingelt so bei mir, verstehst du? Das Ja, hat sich das einfach, stimmt natürlich. das ist in der Also ich Tat. habe hier ein Screenshot gemacht und werde jetzt hier quasi am Rechner mir das nochmal aufrufen, das Foto, allen hier groß zoomen und dann können wir da in Ruhe drüber sprechen. Da kann ich nämlich hier schön ranzoomen. Ich hoffe, es ist groß genug. Und dann haben wir nämlich ganz rechts die Spalte mit dem Preis. Also der erste Versuch quasi an der Nähe der runden Marke, ob das tief hält, waren die 27 Euro Verluste, die man wettmachen musste. 36 kam danach noch als Verlust hinzu, macht summa summarum um die 60, 63 Euro. Und dann kam ein Trade mit 121 Euro und einer mit 73, macht dann in Summe mit dem bisschen davor quasi jetzt auf den kleinen Account irgendwas mit 180 Euro. Und das sind eben so Trades, die man in einer halben Stunde absolvieren kann, nicht muss, zwangsläufig, klar, aber man. Wenn man dann dabei ist und genau dieses Prozedere, was ich jetzt gezeigt habe, über den Handelstag, sei es 4, 5, 6 Stunden, also man kann sich natürlich nicht 12 Stunden durchgängig so konzentrieren, aber 4, 5 Stunden geht auf alle Fälle, vielleicht noch eine Mittagspause nach der DAX-Session und danach die Wall Street, das ist auf alle Fälle möglich und hat dann 4, 5 solche Shots, auf Deutsch gesagt, dann hat man sein Einkommen mehr als verdient, sitzt zu Hause gemütlich, kann die Arbeitszeit frei bestimmen. Das ist, denke ich mal, das Ziel von vielen, die hier im Webinar sind. Und so sollte es auch sein. Wenn ich mir die Frage hier, die hier auch kam, im Chat, ich lese hier zwischendurch mit, ob das jetzt nur heute so war oder nicht. Wir können ja die Periode auch noch mal ein Stück zurückstellen. Wann ging denn die Woche los? Ich glaube, heute hier am 15. Nee, der 8. war ja die Woche davor. Also, heute ist der 18., der dritte Handelstag der Woche und das Ganze kann ich auch mal hier so aufreimen, damit man das hier sieht. Und man sieht, das sind keine riesengroßen Verluste, sind immer so 20, 30 Euro, mal hier mal 50, das war mal ein Ausreißer nach unten, ganz viele Take-Profit und da sieht man dann auch im Detail, dass eine Ausführung teilweise auch besser ist, als man sich das eingestellt hat bei JFD. Und dann hat man natürlich auch mal so Gewinne von 200 auf so einen Trade. Wie gesagt, immer auf ein kleines Konto und am Ende läppert sich das zusammen. Ich werde das Ganze mal hier abspeichern, damit man das sich in Ruhe anschauen kann. Denn das Schöne ist auch bei JFD, dass man hier einen Report zugeschickt bekommt als E-Mail quasi am Ende des Handelstages, wenn man das möchte, und hat dann seine ganzen Trades hier nochmal aufgelistet. Ich hoffe, man sieht das. Ich kann das auch nochmal eine Ecke jetzt hier größer zoomen. Da gibt es ja diese Browser-Option hier mit dem Zoom auf 110, 120, 130, 140. Jetzt müsste man das sehen. Genau. So, jetzt ist es, glaube ich, auch sichtbar. Also man sieht kleine Verluste, mittelgroße Gewinne. Das ist quasi der Mix, den man hat. Und am Ende ist das jetzt der Account von dieser Woche. Am Ende hat sich die Woche dann quasi bei mir im Account so entwickelt. Also ich bin bei knapp 200 Trades auf dem Account, den ich vorrangig im Webinar nutze und auch im Coaching natürlich. Also auch da haben wir nochmal ein spezielles Angebot dann später bereit. Also lest euch die E-Mail durch, die dann die nächsten Tage von Chris versendet wird, dass wir hier Gas geben können zusammen, dass wir zueinander finden, dass wir zusammen an den Märkten quasi unsere Strategie anwenden. Und man sieht hier auch den Profitfaktor, der ist bei 2,01. Ich denke, das ist in Ordnung bei 174 Trades und einer Short-Gewinnquote von 60% und einer Long-Gewinnquote bei nur, ja, wen wundert es, im Abwärtstrend unter 50%. Aber trotzdem kommt man hier mit einem insgesamt Drawdown von 6% noch
gut weg, denn der Gewinn, und das sind diese 1.300 hier, auf diese Woche bezogen, wie gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch, ist auf alle Fälle höher als der Drawdown und so sollte es dann auch sein. Man sieht hier auch die größten Gewinner, Verlierer und da ist der größte Verlierer hier mit 52 Euro angegeben und der größte Gewinner mit 203. Also auch hier ist das Ergebnis im Sinne des Risikomanagements vorhanden. Und genau das ist das, was wir hier immer in den Trading-Räumen rüberbringen möchten und in den Webinaren. Schaut euch das ab, schaut euch nicht die Trades ab letzten Endes, denn wir sind ja, wie ich sagte, nicht beratend tätig, sondern wir zeigen einfach nur, wie es möglich sein kann, was man machen kann am Markt. Das muss jeder dann selbst machen, auch selbst sein Risiko einstellen. Und auch das war eine Frage, mit wie viel CFD sich denn hier durch den Markt kegel und wie man hier gut sehen kann, mit einem halben. Also es klingt für manche vielleicht lächerlich, mit einem halben CFD hier an den Start zu gehen. Aber am Ende zählt ja das, was auf dem Kontoauszug steht. Und da stand bei mir noch nie die Anzahl der gehandelten Kontrakte, sondern immer nur eine Summe in Euro. Oder Chris, was steht bei dir drauf? Ja, zugegebenermaßen auch eine interessante Feststellung, auch zum Future-Markt. Man gibt ja die Mini-Futures, aber wie du vorhin auch schon sagtest, die Spreads sind auch wesentlich höher als beim CFD. Das ist in der Tat ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und vorhin hatten wir auch einen Teilnehmer, der sagt, dass JFD ja doch als Market Maker unterwegs sei. Das ist natürlich völlig falsch, weil wir mit unserem, sag ich mal, intermediären Prinzip eben hier reiner Vermittler sind, Trade an den Pool geben. Das muss man an der Stelle wirklich nochmal betonen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Wir sind kein Market Maker, wir nehmen nichts ins Buch oder handeln gegen den Kunden oder können irgendwelche Traumpreise erstellen, sondern das ist einfach die Verbindung, die Konnektivität, die wir geschaffen haben an einen Pool. Da gibt es einfach keine Ausnahme, weil wir schlichtweg auch keine Market Maker Lizenz haben. Das ist ein Riesenunterschied. Das nochmal bitte merken an den Kandidaten von vorhin und noch eine Frage vom Alex. Wenn du die Statement-E-Mails nicht bekommst, wie sie der Andreas eben auch gezeigt hat, dann musst du mal in das MyJFD-Universum gehen und da mal schauen, ob da eben auch der Statement-Report angeklickt ist. Ansonsten natürlich unseren Kundenservice einfach eine E-Mail schreiben und darum bitten, wo da der Haken hängt, weil wenn Trade-Geschehnisse sind, sei es Swaps, sei es Gewinn- oder Verlust-Trades, irgendeine Aktivität, dann bekommt man immer abends nach Börsenschluss ein Statement vom Account. Das genau. Ansonsten kannst du es dir auch runterladen. Also genau. Wenn du bei MyJFD eingeloggt bist, kannst du dir jeden Tag, jeden Zeitraum alles exportieren in CSV und. Und das ist auch noch ein wichtiger Hinweis, wir sind ja jetzt fast rum, das ist noch ein richtig wichtiger Hinweis von meiner Seite, wertet eure Trades aus oder wertet deinen Trade aus, um dich direkt anzusprechen. Denn wenn du nicht weißt, was dich erfolgreich macht, dann kannst du auch nicht in die Zukunft schauen. Und wenn du nicht weißt, was deine größten Fehler sind, dann siehst du natürlich immer deinen Kontostand am Ende des Tages oder der Woche des Monats, bist aber verzweifelt und kannst nichts ändern. Also der erste Schritt zu einer positiven Performance oder zu einem Lerneffekt oder zu einer Veränderung, solltest du nicht schon profitabel sein. Dann beglückwünsche ich dich natürlich von allen Seiten, ist zu wissen, was man tut. Der zweite Schritt ist daraus, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und der dritte, und das ist aus meiner Sicht, gut, nun bin ich sehr lange schon dabei, aber das ist für mich der schwierigste, natürlich auch diese Schlüsse umzusetzen. Also das ist so vergleichbar wie mit der Ernährung. Die meisten von uns wissen, insbesondere die, die einen festen Partner, feste Partnerin haben, gerade die Partnerinnen, die sagen ja ganz, ganz oft, ess was Gesundes und wenn ich dann hier meine 5 Bratwürste vom Grill hole, dann kommt noch so ein Stück grünes irgendwas, sie nennt es Gurke, auf den Teller oder Paprika, ja. Das ist was Gesundes und ich weiß es natürlich, dass es gesund ist, aber ich denke da einfach nicht dran. Und man muss das verinnerlichen, ob das bei der Ernährung ist oder beim Sport oder es gibt noch andere Sorgfaltspflichten, die man sich gegenüber hat und die sollte man auch gegenüber seinem Konto anwenden. Dann muss man natürlich mit einem geringeren Risiko vielleicht handeln bei solcher Volatilität. Noch disziplinierter in der Stoppsetzung sein und auch mal an Punkten, wo man so ein Bauchgefühl, und Bauchgefühl ist nichts anderes als Erfahrung, dem Bauchgefühl vertrauen. Und da war der Ausstieg hier in dem 19.180er Bereich jetzt nicht das Schlechteste. Da muss ich dir zugeben, es war on the point, Andreas, und danke, wie gesagt, dass du da auch gleich nochmal interveniert hast. Es ist absolut wichtig, dass man seine Wahrscheinlichkeitswerte erstmal kennt, ja, seinen Erwartungswert vielmehr. Und du bist ja, wie gesagt, auch ein alter Hase und wie gesagt, wir senden im Nachgang den Mailer und da ist der Alex auch gleich nochmal am Start. Du hast wahrscheinlich unsere Kombi-News deaktiviert. Auch da kann jeder mal schauen. Wir dürfen nach DSVGO, hoche, wieder eine Vorschrift mehr, tatsächlich keine Mailer an Leute schicken, die Kombi-News
Continuous deaktiviert haben. Und das betrifft im, sage ich mal, groben, locker 30% der Webinar-Teilnehmer. Das ist bedauerlich. Die Aufzeichnung ist sehr wahrscheinlich auch auf YouTube verfügbar. Aber was Andreas schon sagte, wir schicken ja auch noch ein Gimmick mit, weil eben der Andreas auf ein jahrzehntelanges Know-how mittlerweile zurückblickt und eben auch da viel weitergibt und auch einiges im Angebot hat. Und wir beschüren ja da auch immer das ein oder andere Paket für Kunden, weil wir eben auch wollen, dass wir so am Ende des Tages viele Marktteilnehmer wie möglich bei uns haben, die erfolgreich sind, weil wir nur davon leben können, wenn die Händler aktiv sind, Nummer eins, und B natürlich am Leben bleiben. Ja, wir haben, wie gesagt, nichts von euren Verlusten und wollen auch gar nicht und können auch gar nicht daran partizipieren, wie es eben die Branche an sich macht, im Market Maker Prinzip. Und das ist ein riesen elementarer Unterschied. Und deswegen, seid gespannt. Wenn ihr da aber Company News technisch nicht aktiviert seid, könnt ihr auch nach dem Webinar gerne eine Mail schreiben und bittet bitte um Aufnahme, um eben alle Webinar-Infos zu bekommen. Alex, das sollte eigentlich soweit da ja, bekannt sein. Das hast du sicher am Anfang einfach nicht geX das Kreuz oder hast einen Mailer, den wir da in der Richtung mal rausgeschickt haben, sicherlich im Spam gehabt oder woanders, aber das kann man nachholen. Also da dürftet ihr in Zukunft nichts mehr durch die Lappen gehen. Ich glaube, das betrifft auch einen Andreas, der dabei ist, ein Namensvetter von dir, Mr. Birnstein, der eben sozusagen auch hier meines Erachtens die ein oder andere Mail nicht bekommen hat und sich wunderte, warum, aber das ist genau der Ursprung dessen. So, und ansonsten, wie gesagt, Andreas, also Hut ab mit der positiven Pyramide, auch mit der Auswertung der Trades. Du bist jetzt hier auch noch am Zeichnen. Ich kann nur sagen, wieder mal tolle, tolle Show. Wir wollen es gar nicht übermäßig in die Länge ziehen, aber wie gesagt, schaut euch auch unser Aktienuniversum an. Zum einen, was wir an echten Aktien anbieten, zum anderen natürlich das Multi-Asset-Programm. Devisen heute absolut eskalativ. Gold, British Pfund, das sind Bewegungen, wo man wirklich auch am Markt partizipieren kann, wenn man da eben, sage ich mal, dran sitzt oder auch den Markt beobachtet und nutzt insofern durchaus die kommenden Tage, Wochen für eben hier auch die Weiterbildung und nutzt auch die Angebote, die wir hier rausscheren und die zum Beispiel auch der Andreas anbietet für mögliche Aktivitäten im Rahmen dessen, dass man sagt, hey, ich will hier in dieser Schiene noch mehr loslegen. Und eine Diversifikation, da möchte ich es auch dann wirklich da beenden, zu der Aussage ist tatsächlich, dass man sein Portfolio breit aufstellt. Und wir haben auch ein Produkt, liebe Leute, ich kann es euch schon mal ans Herz legen, neben Management Accounts, die wir schon seit vielen Jahren anbieten, für Leute, wo einfach Geld ein Stück weit nebenbei arbeiten lassen wollen, haben wir hier etwas in der Pipeline, was gegenwärtig, man mag es kaum glauben, aber tatsächlich Geld verdient. Und das ist ein reines Forex-Produkt, also ein reines Devisenprodukt, was sozusagen in diesen Zeiten wie jetzt und auch mit langfristigem Track-Record Geld verdient, trotz dieser hohen Schwankungen, trotz der, sage ich mal, Irren und Wirren, die wir derzeit haben. Und das ist sicherlich eine gute Komponente, neben Aktien auch hier Vermögensverwaltungsprodukte zu nutzen, die mittlerweile JFD Bank eben auch anbietet und darüber hinaus natürlich seine eigenen Trading-Skills zu verfeinern. Insofern, Andreas, kann ich nur sagen, Hut ab! Heute wieder mal Intraday wirklich abgeliefert und freut mich total, dass du auch hier eine erfolgreiche Woche hattest, also oder Monat vielmehr. Und der Monat ist ja sozusagen noch jungfräulich nicht mehr, aber wir sind sozusagen in der Mitte, in der Halbzeit. Und da bin ich mal gespannt, wie du das weiter vorführst oder fortführst. Und du bist ja auch, wie gesagt, in den Trading-Rooms am Start und hast ja auch deinen eigenen Newsletter zum DAX am Ende des Tages. Genau, also der Newsletter, da muss ich dich korrigieren, den gibt es nicht zum Ende des Tages, sondern schon vorbörslich, vor dem Handelstag, so 8:15 Uhr, 8:30 Uhr gibt es den. Auch das morgen per E-Mail. Also wer das noch nicht gefunden hat auf meiner Website bernecker1977.de, der bekommt es morgen auf den Schreibtisch ins Postfach per E-Mail. Und natürlich, der Trading Room, der steht morgen ab 10 Uhr wieder zur Verfügung. Also da werde ich mit dem Markus mir ein Stelldichein eingeben und den DAX handeln vorrangig. Auch natürlich auf Gold schauen, auf Devisen schauen und nach Chancen Ausschau halten. Das war genau das, was ich jetzt auch noch hier getan habe für den weiteren Ausblick. Hier braut sich so ein bisschen was zusammen. Ist es ein Widerstand? Ist es ein Kaufsignal? Also hier in dem Bereich sollte man auf alle Fälle aufmerksam sein. Nicht mehr für mich relevant, da das Webinar jetzt aus meiner Sicht beendet ist. Die Stunde ist rum. Ich wollte noch den Rest von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitbekommen. Das ist ganz spannend mit Dr. Gerne, wie der sich in der Krise gerade verhält. Aber genauso gehe ich vor am Markt und ich denke, dass das gut rübergekommen ist und dass, wie man hier an der Kerze sieht, genau die Erarbeitung von solchen brisanten Zonen im Nachgang natürlich, auch wenn Ausstopper zwischendurch dabei ist. Aber summa summarum,
das erfolgreiche Trading ist. Und mehr wollte ich nicht zeigen, mehr wollte ich nicht sagen. Und du kommst mit deinen 70er-Jahre-Charts dann das nächste Mal ein bisschen mehr zu Wort. Ich verspreche es dir. Nein, nein, darum sollte es heute gar nicht gehen. Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank, Andreas, für die Teilnahme. Eine große Marktbeschau, Big Picture, Ausblick auf die nächsten Monate und Jahre. Das haben wir Ende des Monats. Bleibt es, wie gesagt, generell investiert und nehmt euch ein Beispiel, wie der Andreas heute hier wirklich vorgegangen ist. Stopp setzen, ganz wichtig, Risiko begrenzen und jeder handelt natürlich auf eigenes Risiko. Man muss wissen, wie viel man einsetzen darf. Man muss auch Verluste ertragen können. Und das ist, wie gesagt, hier mehr als nur mal nebenbei kurz traden. Das ist wirklich eine Berufung, Beruf. Man muss Zeit investieren. Und wie gesagt, trotz der Unglücklichkeit der gegenwärtigen Situation weltweit oder auch speziell auf Deutschland bezogen, sollte man hier auch die Zeit nutzen, sofern sie einem gegeben ist. Ich wünsche allen auf jeden Fall gutes Gelingen. Wir bleiben hier weiter online für euch da. Wir werden das Angebot, wie gesagt, auch weiter ausbauen. Gerne auch mit Andreas, mit weiteren Skills, die wir hier an den Tag legen, um euch da ein Stück weiterzubringen. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, gebt es dann gern im Nachgang, wenn wir die Aufzeichnung verschicken, auch mit dem Button von Andreas sozusagen zusätzlich integriert, dann noch die Chance hier, ja, euer Lob dazu zu lassen, euer Like dazu lassen, wenn wir was verbessern können, auch das gern per E-Mail an unseren Kundenservice. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Und in dem Sinne, Andreas, danke ich dir für deine Zeit. Wünsche dir jetzt noch einen schönen Ausklang oben im Norden. Ich bin ja so relativ im Süden gesehen, also weiter auseinander geht's gar nicht. Aber ich freue mich, dass wir hier online einfach unabhängig der Gegebenheiten unseren Kontakt pflegen und hegen und hier auch allerlei Leute mitnehmen konnten. In dem Zusammenhang, Andreas, vielen Dank dir, vielen Dank an alle Teilnehmer und euch eine gute Zeit, viel Gesundheit und passt aufeinander auf. Tschö. Tschö.